Hey Leute, ich bin's, MacMaverick. Ja, hier mal ein Update zu einem Zitronenbaum, den ich mal aus einem Kern gepflanzt habe und den ich einfach nur als schöne Pflanze haben wollte. Ja, und was sieht man hier? Die erste Blüte. Ich habe diesen Baum hier 2013 damals gepflanzt, einfach aus dem Kern heraus. Ich habe diesen Baum nicht veredelt, wie ich das mit meiner anderen Zitronenpflanze gemacht habe, die auch Zitronen trägt, die momentan daher auch noch im Keller ist, weil ich einfach da keine Frostschäden an den Blüten und an den Früchten haben möchte. Und jetzt sehe ich hier eben per Zufall, dass hier meine, ja, wilde Zitrone, dass die anfängt zu blühen. Also das ist auch möglich. Es ist immer möglich, dass das ja, zwischen 5 und 10 oder 15 Jahren dauert, bis eine solche Pflanze anfängt zu blühen. Und bei mir ist es jetzt eben schon, ja, nach 7 Jahren soweit und ja, ich bin hellauf begeistert. Ja, sonst ist hier noch keine Blüte an der Pflanze zu erkennen. Aber wie gesagt, diese eine, na, wo ist sie denn? Blüte, die ist hier. Ja, ich hoffe, dass euch dieses kleine Update zu diesem Zitronenbaum mal gefallen hat. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sag bis dann, euer Mac Everett.